Herzlich willkommen zu Resident Evil 4 Remake Profirun Folge 13. Ja, Folge 13. So, warum funktioniert mein Controller wieder nicht? So, geht doch. Ja, unglaubliche Folge 13 hier schon. Wir haben die Burg hinter uns gelassen. Und jetzt sind wir auf einer Insel. Ja, wir sind mit einem Boot rübergefahren, weil Ashley gekidnappt wurde, mal wieder. Und diesmal ist sie auf eine Insel gebracht worden. Salazar ist nicht mehr. Und ja, langsam frage ich mich, wie viel Ressourcen hat der Feind noch? Aber wir werden es sehen. Man darf hier nicht zu viel Fragen stellen. Es ist ein gutes Spiel, aber es hat auch manchmal... Also es ist ein bisschen albern, ja. Aber trotzdem... Macht Spaß. Und wir springen auch wieder direkt rein, würde ich sagen. Ada Wong taucht erneut aus dem Nichts auf und Leon fragt sich, auf wessen Seite sie überhaupt steht. Ist sie eine Verbündete oder will sie ihn wieder nur benutzen? Den Rest konnte ich leider nicht lesen. Katzchen. Zeit für ein Getränk für mich. I have something to ask you, but I don't think I'll get a straight answer. Raccoon City. You know, after the incident, the world changed. You try to save one person, 100 others die. I guess I changed too. You? Leon S. Kennedy. You haven't changed. You just think you have. So here's my question. Have you changed, Ada? Or are you just trying to use me again? What do you think? We're here. Don't think too hard, handsome. See you later. Story of my life. Ada und Leon, was war da in der Vergangenheit los? Wer den zweiten Teil gespielt hat, wird's wissen. Aber ja, um es kurz zu machen, Ada hat Leon benutzt, um jobmäßig weiterzukommen. Also nicht so in dem Sinne, sondern ne, die haben halt, also sie hat ihn halt benutzt, um da an irgendein Virus dran zu kommen. Und so ein Gegenmittel oder so. Ich weiß es nicht mehr genau, tut mir leid. Nagelt mich nicht drauf fest. Ah, schauen wir uns das mal an. Armbrust. Ashley. There you are. Und Krause. Spotlights. Let's avoid those. Mhm. Look at all these busy bees. I better watch my step if I don't want to get stung. Yo. Need to hurry. Wie sieht's munitionsmäßig aus? Ja, Pumpgun, Sniper, Pistol könnte besser sein, aber immerhin drei Granaten. Und diese Laserfallen sollten wir auf jeden Fall meiden. Gunpowder, Gewehrmunition. Schön, schön, schön. K
Grabinschrift in einer Höhle. Vertrieben von den kriegerischen Gottlosen finden wir uns im Exil wieder. Verdorrt ist das Gras, karg der Wald. Ein Leben in Sühne, die Insel unser Fegefeuer. Doch verzagt nicht, Brüder und Schwestern. Unsere Zeit wird kommen. Hester Sadler. Sadler. Okay, ich habe hier schon die lilanen Lichter wieder gesehen. Pinke Lichter, das kann ja nur. Das kann ja nur unser Freund, der Händler sein. Hm. Nix für mich. Den Quader können wir, glaube ich, jetzt verkaufen. I'll buy it at a high price. A deal well struck. Die Krone ist immer noch nicht ganz ausgebaut. Das ist natürlich... Naja. Welche Munition kommt eigentlich in die... ins Sturmgewehr? Your weapons are in good hands, mate. I'll see you. Wo können wir das sehen? Nirgendwo. So, Schutzweste reparieren, gut. Was kaufen wir dann? Odi Killer 7. Für 77.700. Eine sehr stark. Ja. Eine sehr starke Waffe auf jeden Fall. Die Koffererweiterungen reihen sich hier ein, aber ich brauch sie nicht. Ich brauch sie einfach nicht. Ja, die Killer 7 könnte einem schon den Arsch retten, ne? In gewissen Situationen, glaube ich. Aber für was sollten wir es sonst verwenden, außer für Tuning hier? Striker, ne? Mhm. Ja. Auf der anderen Seite würde die Killer 7 natürlich mehr Platz im Inventar verbrauchen. Aber ich glaube, wir werden mal die Pumpgun hier leveln. Schön nochmal hier auf Stärke gehen. Magazingröße schadet auch nicht. Ah, das reicht erstmal. Good luck to you. Und vielleicht sollten wir uns ein Heilspray mitnehmen? Wäre vielleicht nicht verkehrt. Come back anytime. Oh, brauche ich diese Schlüssel gar nicht mehr? Da ist so ein Haken dran, so ein gelber Haken. Das heißt eigentlich, dass man die nicht mehr braucht. Kommen hier keine Dings mehr, wo man Schlüssel braucht? Das kann ich mir nicht vorstellen. Naja, egal. Oh, doch recht viel Heilung und zwei Magnum-Schuss. Oh, hier auch noch Heilung. Eieiei, das ist gut. Come back anytime. Immer schön aufräumen. Immer schön aufräumen, das Inventar. So, alles klar. Weiter geht's. Tschu.
Ich habe beim ersten Mal hier wirklich versucht, mich durchzuschleichen und wurde direkt erwischt. Das soll jetzt nicht so laufen. Ich möchte mich gerne diese Waffen für mich arbeiten lassen. Da kommt er wieder. Gut. Jetzt ist die Frage, wenn ich die Leiter hochkletter, werde ich dann gesehen? Ist da oben jemand drauf? Ich meine, da ist keiner drauf, aber sehen mich die Leute dann, die da oben sind? Auf der anderen Seite natürlich. Wo soll man sonst hin? Wenn man da hinten hingeht, sehen die dich auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja, das ist gut. Wir da jetzt hin? Ja, wir können da runter. Genau, wir können da runter. Und dann. Müsste eigentlich gehen. Ah ne, das ist ein Suchscheinwerfer. Da wäre ich reingelaufen jetzt. Ah, das ist der Moment, wo man da hin kann. Ja. Man hat auch relativ viel Zeit. Er ist noch auf dem Wasser. Jetzt schwenkt er rüber. So. Jetzt gleich versuche ich's. Yep, das hat geklappt. Wie bitte? Wer hat mich gesehen? Das habe ich jetzt nicht verstanden, ehrlich gesagt. Oh. Oh. Oh, ein Schweinemensch. Wow, verdammt, er sponcht den kompletten Schuss einmal. Okay. Okay. Das war der Gegner. Und die kommen. Wie die fliegen. Oh.
Wow, wo kommt, wie konnte er denn hinter mich kommen? Okay. Muss aus dieser Sackgasse einfach raus. Aber ich frage mich wirklich, wie er hinter mich gekommen ist. Oh. Shit. Knapp genug war das. Ja, jetzt habe ich mir die Waffen leider doch nicht hier zunutze gemacht. Das war ein bisschen... Oh. Ach, Mann, ey. Es ist so dumm, sich greifen zu lassen. Echt jetzt? Oh nee, wie schnell er sich verwandelt hat. Oh, drei Schüsse. Das ist neu. Ein Perlenarmreif, gut. So, das war... Ich glaube, man kann das hier echt gut machen, dass sie da in die Laserdinger reinlaufen, aber ich raff's einfach nicht. Ich weiß auch jetzt nicht, wie ich gerade entdeckt wurde. Ich war dahinter und... Ja, keine Ahnung. Kann ich echt nicht sagen. Ich war meines Erachtens, war ich in Sicherheit. Ich weiß nicht, wie ihr das so bewerten würdet, aber... Muss man vielleicht die Lichter ausschießen, die Scheinwerfer? Könnte das der Schlüssel sein? Ich sterbe jetzt nicht, wenn ich da reinspringe, oder? Nein, dürfte ich nicht. Oh, und mit diesem roten Kraut haben wir unser heißgeliebtes, die Superkombination, die unsere Lebensenergie steigert. Toll, ich freue mich. Aber jetzt mal im Ernst. Die Knifte hier, ne? Was schießt die für Munition? Magazingröße 26. Ah, das, dann versuche ich was. Ach ne, guck mal, 20 nur. Was schießt die denn für? Ich habe keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung, was die für Munition verschießt. Es kann ja nur... Es ist Gewehrmunition? Es ist wahrscheinlich Gewehrmunition. Ja. So. Let's continue, shall we? So, das müssen wir umstellen, damit wir zur Tür kommen. Sonst werden wir durchsiebt. Aber erstmal looten und die Lage abchecken. So, hier hinten kann man noch lang gehen. Da kann man jetzt nämlich das Ding umstellen.
Dass er sich hier nicht einfach hochziehen kann, ist leider auch sehr ärgerlich. Aber naja. Darf ich hier lang gehen? Freunde der Nacht. Irgendwas stimmt hier noch nicht. Hier kann ich nicht lang gehen. Da kann ich nicht lang gehen. Dann müssen wir den nochmal zurück machen. Müssen da hinten ein bisschen was umstellen. Und dann müsste es eigentlich klappen. So. Ich glaube, der hier muss einmal umgestellt werden. Der wandert dahin, okay. Ich bin mir hier nicht so sicher, aber ich glaube, es müsste gehen. Ja. Ja. Okay. Wenn wir jetzt den umstellen. Klack, klack. Dann müssen wir hier zurückgehen. Hier lang gehen. Und wir sind durch. Ja. Sehr schön. Nein, was verziehe ich denn hier? Craften wir gleich neu. Die gute Blendgranate. Ja, dafür sind die einfach Gold wert, ey. Ich hätte da jetzt so viel Munition noch reinpumpen können, aber ich glaube, das war die bessere... die richtige Entscheidung hier. Wieder? Oh, wie viele noch, ey. Alter, wie viel die aushalten einfach. Hat einer mitgezählt? Also echt besser Blendgranaten nehmen. Und ich habe schon eigentlich eine recht starke Pistole jetzt, ne? Krass, das frisst echt gut Munition. Naja. Da fliegt ihm der Helm weg. Vor Schreck. Ha, was war da? Ach, eine Kiste. Ein Seidenkristall. Den will ich erstechen. Knapp.
knapp, aber hat funktioniert. Ich hätte gern ein bisschen Sniper-Money. Aber leider habe ich keine Rohstoffe. Das gefällt mir nicht. Ah, Gewehrmunition. Als hätte man mich gehört. Top. Ach, guck mal, da unten bin ich hergelaufen. Hat mich hier vielleicht einer gesehen? Ich kann mir das immer noch nicht erklären. Bleibt er so oder dreht er sich um, sobald ich übers Fenster springe hier? Ich glaube, er bleibt so, ne? Tot. Einfach tot. Ja, die kann man hier gut ausschalten. Ich weiß zwar nicht, was er sich hier angeguckt hat in der Sackgasse, aber gut. Hat mir gefallen, konnte ich ihn leise ausschalten. Ein gelbes Herb, jawohl. Und wir können... Alter, zwei! Ja, nice. Das gefällt mir. Oh, das kann man hier wegsprengen, richtig? Kann man? Ich glaube schon. Aber dann alarmiere ich die doch bestimmt, oder? Na, ich schieße dann auf diese Lampe. Ich sprenge jetzt diese Wand weg. Kommen sie? Nope. Oh, ein Goldlux. Sehr schön. Da können wir doch wieder... Gelbe Augen kriegt er. Aber das sieht doch blöd aus, oder? So, das gibt 42.000 mit den gelben Augen. Wenn ich jetzt aber die blauen Augen nehme... Da nur 34.000. Oh, wow, das ist aber ein Unterschied, ey. Da packt man natürlich die gelben Augen rein. Ja, das machen wir so. 42.000. Top. Eine Blendgranate noch. Oh, die kommen. What? Hey, die Lampe war gut. Was ein Sponge. Huh, no. Ey, immer wenn ich... Weißt du, immer wenn ich gerade da bin... Zum Stechen hört das halt auf. Das ist schon echt gemein. Der da oben hat einen Raketenwerfer. Und ich glaube, er hat auch einen Helm. Man kann ihm keinen Kopfschuss geben, oder? Zum Glück doch. Oh, im letzten Moment noch einfach.
schön. Warte mal, kann man die triggern? Ach, das ist. Es gibt kein schöneres Geräusch als brennende Soldaten-Zombies. Keine Zombies, Entschuldigung, Ganados. Am Morgen. Oder am Abend oder in der Nacht. Ich hab was Schönes für euch. Ach, hätte ich gar nicht. Da steht sogar noch ein Fass. Dann komm doch. Mir doch egal. Kommt einer von hinten? Denke ich immer bei sowas, ne? Hätte aber auch hier gut sein können, auf jeden Fall. Rohstoffe, sehr gut. Jetzt ist die Frage. Pistolenmunition, die ja eigentlich echt gut ist, oder Snipermunition? Oder Blendgranaten. Blendgranaten wären natürlich besser. Komm. Blendgranaten sind sehr, sehr nützlich hier. Habe ich da hinten alles eingesammelt? Ja. Looks good. Looks good. This is where they're keeping Ashley. Ist kein Händler hier, keine Schreibmaschine, kein gar nichts. Raketenwerfer gegen uns mögen wir nicht. Oh, da kommt so ein Tentakelkopf jetzt auch noch. No. Come on. Ha, diesmal nicht. Diesmal nicht. Diesmal war ich schneller. Ja, wie man sieht, ist man hier auf einer Insel, die sehr militärisch und sehr industriell daherkommt. Militärisch. Ab hier wurde natürlich das Originalspiel, als dann das kam, wurde so ein bisschen komisch, fand ich. Aber es passt noch so eben so ein bisschen rein, naja, und ja, ist okay. Haben wir jetzt eigentlich 2 Kronen? Tatsächlich. Tatsächlich. Einfach 2 Kronen. Ja. Jetzt fehlen uns 6 Barrels einfach, um das Ding zu komplementieren. Komplettieren. Naja. Wir gucken mal, ne? Ob da noch irgendwie was kommt oder nicht kommt. Was ist das denn hier? Ah, Schießpulver. Können aber nichts herstellen, weil wir keine Rohstoffe haben. Vielleicht hier drin? Schießpulver, Schießpulver, mhm. Oh. Doesn't look like I can get in through here. Nee. Need to find another way.
Den Weg werden wir finden. Ich denke mal da oben, ne? Jo. Hey, jetzt ja. Oh, da ist eine C4. Da wäre ich fast reingelatscht. Fast. Die müssen halt einfach mal so eine Falle erfinden, die nicht piept. Ich glaube, dann bräuchten sie nicht so viele Männer. So, sehr gut. Da ist auf jeden Fall eine Schreibmaschine. Und das, die brauchen wir auch, ja? Die brauchen wir auch. Denn wir haben viel geschafft und wenn wir jetzt sterben würden, oh, das wäre nicht gut gewesen. Da wäre ich, erzornt gewesen. Wirklich erzornt. Wo piept's genau? Kein Durchkommen. Rohstoffe für Blendgranaten oder lieber Sniper-Munition? Ah, da brauchen wir noch eine. Komm, ich nehme die Sniper-Munition. Was ist das für ein Irrenhaus hier? Wie sind die denn am Rumgrölen hier? Hat er gut gemacht. Hat er richtig gut gemacht. Oh, Messer kaputt. Aber wir haben noch welche. Wir haben noch ein Stiefelmesser, glaube ich, dabei. Pistolero-Munition. Munitione de Pistolero. Zwei Stiefelmesser sogar noch. Wow. Das ist natürlich angenehm. Oh, hinter mir. Na, machst du den Schritt hier raus oder bleibst du da drin? Tipp du mal da weiter auf deinem Laptop da rum oder was du auch immer machst. Ich schleiche mich in der Zwischenzeit an dich ran. Ja, top, das hat gut funktioniert. Wir können Sniper-Munition craften. So, sehr gut. So, alles klar. Hier ist, glaube ich, alles weggelootet. Erstmal. Tür ist auf. Top. Gut, dass sie sich so schön kenntlich gemacht haben, die Tür. Da wusste ich sofort, welche Tür gemeint war. Ah, wer hat hier Bilder oder Pornoheftchen im Schrank? Keiner. Ist auch besser, was ich hier gefunden habe. Die Munition viel besser. Ja. So, alles klärchen. Dann würde ich sagen, können wir durch die Türe gehen. Wir speichern nochmal einmal, weil das lief sehr, 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 sehr gut. Also wirklich sehr gut. Ja.
Da liegt sie. Ashley befreien. Yes. We will try. Roll dich doch nicht so weit, Junge. Da ist noch eine Kiste, alles klar. Kann man den Schweinemann eigentlich erstechen? Oh, okay. Nein, aber man kann ihn erschießen. Auch wenn das natürlich viel Munition gefressen hat, aber ich bin mir sicher, hier finde ich... Ah, Schießpulver. Ich dachte Flintmunition. Das wäre es gewesen jetzt. Okay, okay. Sobald da Leuchten sind und Lampen, denkt man, man kann da was drücken. Aber in dem Fall ist das einfach gar nichts. Das ist einfach eine Textur. Ja, keine Textur, aber es ist... Oh, hier. Drei Schlüssel brauchen wir. Oder eine Keycard oder so. Ja, drei Schlüssel wäre ein bisschen komisch. Okay, hier ist noch was drin. Rohstoffe. Gut. Blendgranate craften oder eher nicht? Ich habe noch eine. Hier ist verschlossen. Da ist Ashley. Okay. Dann gehen wir mal hier vorne raus. Hä, auch nicht? Warte mal, hier war eine Leiter, die wurde angezeigt. Genau, da ist sie. Rohstoffe S. Und ein Kraut. Tja, Magnum-Munition, das wäre jetzt schon was, wenn wir eine Magnum hätten. Die Magnum. Oh, den wollte ich eigentlich überraschen. Aber das kann ich mir wohl abschminken. Du hast mich nicht gesehen. Geh weiter. Oh, die haben mich gesehen. Nein. Da ist er schon wieder am Zucken da unten, ey. Noch einer? Ach, ist er hingefallen? So kann das immer laufen. Einmal ins Bein, hinfallen, Messer rein. Warum macht er das nicht immer so? Warum mache ich das nicht immer so? Also in die Beine schießen, aber dafür müssen die rennen, glaube ich. Nur so geht's. Eine schwere Granate. Ich hab dich gehört. Ich hab seine Fußschritte schon gehört. Okay, hier ist nichts. Peseten.
Okay. Wo geht's weiter? Ach, hier ist nur so ein kleines Areal. Schießpulver. Ey, da bewahren die Schießpulver. Einmal bewahren sie Schießpulver in einer Mülltonne auf und dann bewahren sie Schießpulver in so einem edlen Koffer hier auf. Was ist los mit denen, ey? Ach, ein Stiefelmesser. Na bitte. Handgranate. Handgranate. Da liegt auch was. Wie kommt man denn da hin? Ach, hier, um die Ecke einfach. I'll take it. Ach, ein Seidenkristall. Na, guck mal an. Es war ein alter Hut für mich, ja, ich wusste, was kommt, ich weiß. Ich hoffe, ihr konntet euch erschrecken. Im Original kam der übrigens auch aus so einem Schrank raus und das war aber ein bisschen geiler inszeniert, fand ich. Da hat er wirklich so, ist ja wirklich so komisch auf dich zugestürmt, aber viel schneller und hat noch so geschrien und so. Hello, Stranger! Was verkaufen wir dir denn Schönes? Perlenarmreif. Vier Seidenkristalle, den Goldlux, yes, da klingelt es in der Kasse. Ja, das war's leider, mehr kann ich dir nicht verkaufen, mein Freund, vielleicht die MP-Munition. Und vielleicht die Magnum-Munition? Na, die behalte ich mir immer noch, glaube ich. Kräutermischung, können wir gleich zweimal verkaufen, aber nein, machen wir natürlich nicht. So, was? Die Angriffskraft der Sniper Rifle wäre halt auch mal nicht schlecht, ne? Und wie wäre es eigentlich mal mit der Magnum? Wäre auch mal nicht schlecht, ne? Feuerrate. Na komm, gehen wir noch eins auf Magazingröße und dann reicht's. Reicht es auch erstmal. Was hat er eigentlich? Klar 7, ja. Koffererweiterung. Oh, so eine Granate, ne? Wäre auch nicht schlecht, wenn man die craften könnte. Habe ich beim ersten Mal durchspielen auch gar nicht gemacht. Aber schlecht ist es nicht. So. Ja, dann weiter geht's. Keine Keycard. Keine Keycard. Hier war nichts, ne. Oh. Was zum Henker war das? Hier kommen wir nicht rein. Kommen wir hier rein? No. Ah.
Kein Strom. Kein Strom. Wir müssen wohl erstmal den Strom einschalten. Und wahrscheinlich müssen wir in diese Richtung, wo wir dieses Wesen gerade weglaufen gesehen haben. Oh, dieses Geräusch. Labornotiz. Herr Ernesto Munoz Reyes, Facharzt für Pathologie. Der Abteilungsleiter hat den Antrag auf Erneuerung Ihrer Schlüsselkarte stattgegeben. Bitte gehen Sie mit Ihrer Schlüsselkarte der Stufe 1 zur Sezierstation und folgen Sie den Anweisungen auf der nächsten Seite. Überschreiben Sie die Karte für eine Stufe 2 Freigabe mit dem Gerät im Gefrierhaus. Überschreiben Sie die Karte für eine Stufe 3 Freigabe mit dem Gerät auf der Inkubationsstation. Bitte holen Sie vor Benutzung der Geräte stets die Erlaubnis des zuständigen Aufsehers. Verwaltung Trakt 1. Okay. Das sollte den, genau, das gibt uns den Strom wieder. Heißt, wir können jetzt, oh, sehr schön, Flintenmunition. Das heißt, wir können dort hinten jetzt dieses kleine Rätsel lösen, dieses Terminal. So, dieses Rätsel habe ich beim ersten Mal nicht so wirklich verstanden, aber ich glaube, es ist gar nicht so schwer. Oben ist die Power. Dafür müssen wir erstmal... Genau, wir müssen alle drei Knotenpunkte aktivieren. Dafür müssen wir... Zwei von drei. Mhm. Und jetzt müssen wir... Jetzt fehlt uns der da oben. Das heißt, wir gehen... Kann es sein, dass du dumm bist? nee, wir müssen hier auf jeden Fall oben den Verteiler auf doppelt setzen, ne? Das ist eigentlich klar. So, dann müssen wir den hier... Na? Drei, da haben wir es doch. Oder? Warte mal, das war's doch, oder nicht? Wir haben noch drei Knotenpunkte, ne? Das ist doch ein Bug. Warte mal, alle drei Knotenpunkte haben doch... Achso, okay. Man muss es noch irgendwie so bestätigen. System restored. Nice. Uiuiui. Top. Das als lebensgroße Attrappe im Wohnzimmer macht bestimmt was her. Hey. Analysebericht Regenerador, 9. April. Es ist soweit. Ich habe neues Leben erschaffen. Ich nenne ihn Regenerador. Sein Stoffwechsel... Hau ab, Mücke. Sein Stoffwechsel sucht seinesgleichen. Solange die Parasiten in seinem Körper nicht vollständig abgetötet werden, ist er in der Lage, sein Gewebe immer wieder zu reparieren.
10. April. Ich habe testweise seinen Körper mit einem biosensorischen Zielfernrohr betrachtet und konnte mich davon überzeugen, dass die Parasiten für den Wirt wie eine Art lebenswichtiges Organ fungieren. Es ist fast, als hätte er mehrere Herzen. Diese neue Kreation ist im Wesentlichen unsterblich. Ich bin sicher, selbst Dr. Frankenstein würde mir voll der Bewunderung die Hand schütteln wollen. 13. April. Ich habe der überheblichen Flachpfeife aus der Abteilung von meinem Durchbruch erzählt. Er ist kreidebleich geworden. Dann hat er irgendwas in seinem Notizbuch gekritzelt. Ich dachte, er wäre beeindruckt, aber stattdessen hat er mich bloß vor den sogenannten Gefahren gewarnt. Der Typ hat Nerven. Vollidiot, ich habe alles unter Kontrolle. Datum? Das Objekt ist durchgedreht und aus dem Kryotank ausgebrochen. Der Vollidiot war ich. Okay. Und damit ist das die Einleitung zu einem der ikonischsten Gegner im ganzen Franchise. Nämlich der Regenerator. Nicht nur das Geräusch ist unerträglich. Naja, es ist nicht unerträglich, aber es... Oh fuck, ich wusste nicht, dass er so schnell... Okay, jetzt müssen wir mal kurz überlegen. Wir haben die Karte, ne? Wir haben die Karte und wir sollten damit, wohin? Genau. Zur Sezierstation. Und dann müssen wir da auf der Sezierstation Stufe 1 aktivieren. Dann müssen wir zum Gefrierhaus und Stufe 2 aktivieren. Und dann müssen wir zur Inkubationsstation. Müssen dort Stufe 3 aktivieren. Scheiße, ist hier... Überschreibungsterminal und Überschreibungsterminal, genau. Ist das denn auf welcher Ebene? Naja, wir gehen mal ins schöne Gefrierhaus. Oh oh. Oh, das ist ohne. Oh, das ist ja schlimm. Die sind direkt auf meinen, auf den Fersen. Nein, ich hätte da rechts gemusst. Scheiße. Okay, ich gehe wieder zurück. Nein, der sollte mich nicht anspringen. Hau ab. Oh Gott, sind es jetzt zwei? Fuck. 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 Keine Batterie. Nein, warum? Wo ist denn der scheiß Strom? No. Fuck, wo ist der Strom? Hebel zur Stromsteuerung. Okay. Wieder zurück. Na. Lass mich durch. Ich bin Arzt. Boah, die sind so übel. Alter, sind die schnell. Die sind so schnell. Ah, der will mich jetzt hauen. Nein. Du blöder Pisser. So, okay. Wir haben... Wir können zum Gefrierhaus, ne? Ist doch so. Alter, wie er mir einfach den Punch gegeben hat und ich konnte nichts machen, weil er da seinen Hebel umgelegt hat. Kommt er hier rein? Nein, er hat nämlich keine Keycard. Oder? Ich will nicht zu nah an diese Tür gehen, weil sonst geht die auf und dann kommt er rein, oder? So, wir haben wieder das schöne Dingsrätsel. Also hier sieht man klar, einmal so, das ist klar. So, dann müssen wir es umleiten auf, oh, 3 von 5 schon, gut.
So, wo haben wir denn dann noch welche? Ah, hier ist einer, okay. Oder müssen wir hier oben lang gehen? Und ihn hier machen? Nee. Doch, es müsste eigentlich. Nee, es müsste eigentlich. Reicht nicht. Man muss da eigentlich nur logisch dran gehen, aber ich klicke in solchen Momenten auch dann gerne mal. Aber ich darf keine Zeit verlieren. Also. Hierüber leiten wir das. Ah, okay. Wir können auch hier runter gehen. Aber wir könnten auch so gehen. Da muss ich mich mal ein bisschen aufrecht hinsetzen. Also eigentlich müssten wir das hier drehen. So nämlich. Dann drehen wir das. Okay. Nein. Kann es sein, dass du dumm bist? Ich werde das so rausschneiden, also ich werde das jetzt rausschneiden. Warte mal, jetzt rausschneiden? Wenn ich das nächste Mal jetzt sage, dann sind wir jetzt gleich an der Stelle, wo ich es geschafft habe. Und jetzt. Ich schaff's nicht. Ich hasse das gerade so sehr hier. Ich habe dafür keine Zeit, es ist. Danke, endlich. Ich mache mir jetzt übrigens ein Foto. Bevor ich das nochmal machen muss und hier so hänge, mache ich mir ein Foto davon. Das geht ja gar nicht. So. Endlich. So, wie sieht's denn jetzt aus hier? Oh, was haben wir hier? Eine LE5. Wir haben leider keinen Platz dafür, aber wir werden Platz schaffen. Denn ein MG ist immer gut. Ho, ho, ho. Ich habe immer noch nicht genug Platz. So ein Scheiß. Na, wird die Koffererweiterung jetzt doch notwendig oder schaffen wir es hier noch? Gut. Gut. Den Fischi essen wir auch mal. So, hier ist nichts mehr, oder was? Okay, haben wir das jetzt überschrieben oder haben wir es nicht überschrieben? Schlüsselkarte Stufe 1 erhalten. Okay. So, das ist Stufe 2.
Ach, das ist doch dumm, dass sich das da so überklippt, ey. What the fuck, man? Gut, das war Stufe. Wie er springt. So, warte mal. Gefrierstation. Und jetzt müssen wir zur. Komisch. Ich guck noch mal einmal ins Briefing rein. Ich möchte nämlich nicht zurück ins Spiel. Denn als nächstes passiert, werde ich gegriffen oder so. Überschreiben Sie die Karte für eine Stufe 3 Frage mit dem Gerät auf der Inkubationsstation. Okay, die Inkubationsstation wird dann ja hier sein, ne? Ne? Oder? Stufe 2 Türverriegelung. Nein, wir müssen erstmal hier unten rein. Denn... Ja, ja, klar. Also raus aus dem Kühlhaus, den Gang entlang, rechts rum und die Treppen runter. Alles klar. Und ich genehmige mir mal etwas Gesundheit, nicht, dass ich jetzt gleich Instant Death bin, weil er mich anspringt. So. Gut. Raus hier. Links und rechts. Da unten. Und was haben wir hier? Hier haben wir die Technik, okay. Der Wichser kommt hinterher. Wo laufe ich hin? Ah, da ist Stufe 3, okay. Okay. Gehen wir aber erst gleich hin. Da ist das biosensorische Zielfernrohr. Oh, und ich kann es nicht aufnehmen. Nein. Aber da sind wir doch gewappnet für. Wir werden etwas Platz schaffen für das biosensorische Zielfernrohr. Genau. Auch wenn das nicht wirklich Ordnung ist, aber naja, es ist zumindest Platz. Zubehör auf die Stingray. Fall 2002F, Ausbruch E-Testsubjekts. Während eines kürzlichen Stromausfalls erwachte ein Testsubjekt aus der Kryostase, brach aus seinem Haltetank aus und flüchtete. Das Subjekt konnte nach 20 Stunden gefangen und die Situation unter Kontrolle gebracht werden. Insgesamt 7 Personen starben bei dem Vorfall, 19 wurden verletzt. Ein toter Mitarbeiter sowie eines unserer Werkzeuge konnte bis dato nicht aus dem Körper des Subjekts geborgen werden. Die Ursache für diesen Unglücksfall liegt in der instabilen Stromversorgung. Die veralteten Generatoren werden unserem anspruchsvollen Zeitplan nicht gerecht. Wenn wir solche Vorkommnisse in Zukunft verhindern wollen, muss das Management mehr auf die Bedürfnisse der Ingenieure eingehen, statt immer nur die Forscher. Ja. Huh? Ah, okay.
Okay. Hm. Ach so, Moment mal. Ach nö. Okay, wir brauchen ein... Oh. Schraubenschlüssel. Ja, dann holen wir uns den doch, würde ich mal sagen, wa? Aber wieso braucht er den? Ach so, weil er da nicht an den Kasten kommt. Ah, ja. Ja. Jetzt hier mal ganz entspannt hier aus dem Fenster raus und schießen ihm dann mal seine Herzen da weg. Eins. Zwei. Nein. Nein. Ich habe so schlecht gezielt, ne? Das war unfassbar. Ah, da ist auch die Gewehrmunition, die ich brauche. Nice shot. Da ist unser Schraubenschlüssel. So. Da liegt noch Kraut. So, alles Kraut und Rüben hier. So. So, jetzt machen wir Stufe 3 und dann müssen wir... Oh, das war dumm. Warum ist das so gemein? Okay, ich habe die Keycard. Los, raus hier. Noch schnell das graben hier. Nein, du kleiner Penner. Ach ja, ey, jetzt reicht's mir aber hier. Oh Mist, ich habe keine Muni mehr. Keine Moon mehr. Hm. Wow. Was eine Money Waste Orgie hier. Naja. Oh, MP-Munition und ein goldenes Pflänzchen. Mal ein bisschen Gewehrmunition für diese Regenerators. So. So, wie sieht's aus jetzt? Was ist das Ziel? Oh, da oben liegt noch Schießpulver.
Das Ziel ist Schlüsselkarte 3 erhalten. Achso, ich kann zurück zu Ashley, weil ich habe es geschafft. Ich werde jetzt hier rauslaufen, dann da geradeaus, dann ist der Händler da. Werde ich speichern, dann werde ich zurücklaufen. Dadurch. Ganz schön weiter Weg, ganz schön weiter Weg. Wie viel Energie? Okay. Es war so dumm, diese Granate da zu werfen, dass da auf einmal drei Regenerados rumgelaufen. Oh, fucking hell! Er steht da einfach. Er steht da und wartet auf mich. Ich hab mich hardcore erschrocken. Das sieht man einfach im Video. Er kommt hier nicht hin, ne? Oh, das war so fies. Ey, das war so fies. Ich kann das nicht mehr. Ich kann sowas einfach nicht mehr. Boah. Ja. Das war's. Mehr können wir nicht machen irgendwie, ne? Ne. Come back anytime. Gut, das waren die Los Regeneratos für das. Fürs Erste zumindest. Ich glaube, die kommen noch ein paar Mal. Leon eilt mit der Schlüsselkarte Stufe 3. Eilt er zu seiner Freund, zu seiner, zu seinem Missionsziel. Ashley Graham. Und es ist ein weiter Weg zurück. Hier können wir nochmal begutachten die Schneise der Verwüstung, die wir hinterlassen haben. So, Ashley. Ich werde zu dir kommen und ich werde dich retten. Jawohl. Ashley. Oh. Oh, das ist von Luis, das Gegenmittel. Good as new. Was ein Move mit einer Hand so. Und damit war es das Kapitel 13. Wir sind nicht gestorben, denn wir haben heute gut gespielt. Wir speichern. So. So. Ich weiß nicht, Leon hat seine letzte Probe, sein letztes Gegenmittel für Ashley fürs Missionsziel geopfert und nicht für sich selbst genommen. Jetzt setzt er sich hin und muss sich ausruhen. Scheinbar geht's ihm nicht gut. Die Zeit läuft davon. Auch jetzt für diese Folge, denn das Kapitel ist vorbei, wie man gesehen hat. Ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es das heißt Resident Evil 4 Profi Run. Wir entkommen mit Ashley jetzt hoffentlich mal. Ja. Aber dazu alles weitere in der nächsten Folge. Ich bin Dragula, danke fürs Zusehen und tschüssi. Ciao.
So, der fährt da runter. Dann kriegt der hier. Ach, leck mich doch am Arsch, ey. Meine Fresse, ist das ein Drecks... Ist das ein Drecksrätsel? Also wirklich. Warum macht man sowas? Warum? Ich bin einfach dumm, aber es nervt mich einfach, dieses Rätsel. Ach, meine Fresse, ey. Junge, Junge, Junge. Junge, Junge, Junge. Ich hasse diese Scheiße. Ich hasse es. Ich hasse es einfach richtig, diese dumme Drecksscheiße hier. Warum macht man sowas? Jesus.
Ja, aber wie kriege ich denn den Strom dahin, Mann? Wie kriege ich denn dahin? So, erstmal die Außendinge. So, erstmal die Außenteile hier. Rätsel hasse, ey. Das da runter. Wir wollen es aber hier haben, ne? Genau. Ey, sorry, ich drehe komplett am Kabel. Ich drehe hier gleich am Kabel. Kein Bock mehr auf die Scheiße, Mann. Ey, Drecksrätsel. Ich möchte nicht denken. Ich möchte einfach nicht denken. Ich möchte es so schaffen. Ich habe keine Zeit, mich hier mit Denken zu beschäftigen. Welcher fehlt denn jetzt schon wieder? Der da unten, wie soll das gehen? Wie kriegen wir das dann dahin? Mann, ich raste aus, Mann, ich kann nicht mehr.
so scheiße? Warum ist das so scheiße, Mann? Warum baut man Müll, ey? Warum? Alter, ja, fuck you. Ist klar, dass es nicht geht. Ich wollte auch nicht klicken, aber egal. Ey, irgendwas stimmt hier doch nicht. Irgendwas kann doch hier nicht funktionieren, oder? Welcher fehlt jetzt? Der. Warum geht das nicht? Warum geht das nicht? Meine Fresse, ist das schlecht einfach, dieses Rätsel. Das ist ein grausames Drecksrätsel. So, hier 4 von 5 muss rein, tut mir leid. Das geht nicht. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich werde gleich googeln. Fehlt wieder der da unten. Ja, ich hasse es. Es ist unmöglich. Es ist einfach unmöglich. Es ist wie das Mondrätsel bei Prince of Persia 1. Ich hab's gehasst. Ja, das ist das Game Over hier, würde ich sagen. Ich schaff's einfach nicht. Ich schaff's nicht.